Und damit willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, ich habe ja vermutet, dass die letzte Mission was für Tali gewesen sein könnte. Und wenn hier die Tür aufgeht, ich zeige es euch mal schnell, wir haben jetzt hier eine neue Quest, Tali, und die geht. Sprechen Sie mit Tali, sobald Sie wieder an Bord der Normandy sind. Das machen wir direkt, weil es ist jetzt eine neue Nebenmission. Dann haben wir wieder eine Nebenmission mehr erledigt. Und so funktioniert das hier. Müssen wir, glaube ich, noch eins weiter runter, ne? Dass ich da keine Treppe nehmen kann, sondern auch den Aufzug nehmen muss. Aber okay. In der Zwischenzeit schenke ich mir einfach mal was zu trinken ein. Dann überbrücke ich die Zeit wenigstens irgendwie sinnvoll. Gut. Oh, Tali, ich habe da was, was interessant für dich sein könnte. Du kannst zurück zu deiner Familie. Also nicht, dass ich dich loswerden will, aber ich habe da was für dich. Wir sind Flüchtlinge. Sehr aufregend, Shepard. Ich frage mich, was der Rat mit uns machen würde, wenn sie uns erwischen. Keine Ahnung. Ihr Vater hat doch einigen politischen Einfluss, oder? Er würde doch nicht zulassen, dass ein kleines Mädchen in den Knast geworfen wird. Sie kennen meinen Vater nicht. Der Diebstahl eines Schiffes gilt bei meinem Volk als großes Verbrechen. Er würde uns wahrscheinlich persönlich hinrichten. Die Normandy ist das beste Schiff der Flotte. Sie werden uns nicht erwischen. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Und wie kann ich jetzt hier mit ihm reden? Ich muss jetzt Nochmal gehen. neu ansprechen? Bis dann. Wieso kann ich jetzt nichts über den Gatefund hier Shepard, sagen? ich muss Ah, mit Ihnen okay. sprechen. Es ist Ja, wichtig. klar. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Gate-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Genau das, darum ging es mir doch, Ich Mensch. gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Gate vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Was, danach gehen Sie? Heißt es weg mit dir, oder? Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ach Ihre so. Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Ah, Saren okay. Ja gut, dann aufgehalten kannst du haben. haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Klar, nimm. Sie glauben also, dass Sie mit Hilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die Gate in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen Doch, können. natürlich. Alles gut. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Gate besiegt haben. Das reicht. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Jawohl, mehr Erfahrungspunkte. Kann ich jetzt noch mit dir reden? Wir scheinen unsere Mission bald erledigt Oh, zu haben, ja. oder Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass Sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Ohne Sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen. Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber Sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet Sie aus, Shepard. Ich möchte Ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Also ganz ehrlich, dass man jemanden anständig behandelt, dafür sollte man sich nicht bedanken. Ich werde Sie vermissen, wenn Sie zu Ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls Sie mich brauchen. Ich muss Okay. jetzt gehen. Gut, war's das Bis dann. jetzt? Oder noch mehr zu sagen? Hey, Shepard, Nein, kann ich okay. etwas für Sie Ich tun? muss jetzt gehen. Bis Gut. dann. Okay, dann würde ich es aber mal sagen. Wenn wir gerade hier unten sind, reden wir noch schnell mit Garrus und Rex. Vielleicht haben die ja noch irgendwas Relevantes zu sagen. Dann machen wir uns noch einmal an eine Nebenmission. Ich kann es kaum fassen. Wir haben die Normandy Und dann gestohlen. gucken wir mal. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, ist es ein wenig extrem, finden Sie nicht? Hatten wir eine Wahl? Im Vergleich zu der Gefahr, die Saren darstellt, ist es ein geringes Risiko, die Normandy zu stehlen. Ja, da haben Sie wohl recht. Wenn Sie sich irren, werden wir dafür bezahlen. Aber wenn Sie recht haben und wir nichts unternehmen, ich denke, dass wir das noch mehr bedauern würden. Ich hoffe nur, dass wir Saren finden, bevor Sie merken, dass wir weg sind. Wir kriegen ihn. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Ja, Commander.
Okay, noch mehr dazu? Commander, ich wollte Ihnen danken. Für so etwas habe ich keine Zeit. Oh, leben Sie wohl. Was? Nein, das wollte ich nicht. Warum wolltest du mir Commander, danken? Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Dass man keine Unschuldigen opfern darf, um das Ziel zu erreichen. Und dass man den besten Weg finden muss, der nicht immer der schnellste ist. Und ich habe auch über Dr. Salion nachgedacht. Ich war überzeugt, dass er den Tod verdient hatte. Aber dann begann ich darüber nachzudenken, warum ich seinen Tod wollte. Mir wurde klar, dass es nicht nur an dem lag, was er diesen Leuten angetan hatte. Das war nur teilweise der Grund. Aber ich wollte es wohl eher, weil es ihm gelungen war, mir zu entkommen. Er ist während meiner Wache entkommen und das gefiel mir nicht. Es war persönlich geworden. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Denken Sie daran, wenn wir Saren begegnen. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Okay, und weiter? Noch irgendwas zu sagen? Commander, ich wollte Ihnen danken. Was? Wofür, Garrus? Für... Okay. Er ist wertend. Wenn die Leute, die ich beschützen soll, mir nicht vertrauen, dann habe ich es nicht verdient, sie zu beschützen. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Wiederholt sich das Gespräch jetzt endlos? Commander. Okay. Oh, leben Sie wohl, Commander. Gut, das ist auch schön. Das muss wohl ein Bug sein. Diebstahl eines Allianzschiffes. Gefährliche Sache. Ach, Quatsch. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Sie denken doch auch, dass ich verrückt geworden bin, oder? Und manchmal muss man verrückt agieren, wenn man Erfolg haben will. Ich hoffe nur, dass Sie uns nicht erwischen, bevor wir Saren aufgehalten haben. Das gilt für uns beide. Ich würde es nicht ertragen, die Sache nicht zu Ende zu bringen. Bis dann, Rex. Shepard. Okay. Was wollen Sie, Shepard? Und warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Ach, ich kann ja auch mit den Zahlen auswählen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen. Ich musste überleben. Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Was ist geschehen? Ich wurde verraten. Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Jaroth an, einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpften. Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Jaroth zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn, die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten sich. Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen auf neutralem Boden. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Und er hat sie alle verraten. Klingt für mich wie eine Falle, das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt, sogar für uns gibt es einige heilige Gesetze. Jaroth war Ihr Vater? Ja, das war er. Bis zu diesem Tage. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Und darum werde ich nie wieder zurückgehen.
Sie müssen noch andere Angehörige als Ihren Vater haben. Vermissen Sie sie nicht? Wollen Sie mich zum Weinen bringen, Shepard? Ich habe noch ein paar Dinge mit meiner Familie zu klären. Und das ist alles. Was für Dinge? Bevor ich fortging, habe ich dem Vater meines Vaters einen Schwur geleistet. Ich habe geschworen, die Kampfrüstung meiner Familie zu finden. Sie wurde ihm nach den Aufständen abgenommen. Wer hat sie? Sie wurde damals von der Turianischen Armee konfisziert. Nach dem Krieg war es uns nicht gestattet, Rüstungen oder Waffen zu tragen. Jetzt hat sie Ton Actus. Er ist ein turianisches Schwein, das Kriegsrelikte sammelt. Er hat Millionen damit gemacht, kroganische Artefakte zu verkaufen, die meinem Volk gehören. Er lagert seine Waren in verschiedenen Basen, alle gut befestigt und bewacht. Und ich weiß nicht, in welcher Basis er meine Familienrüstung aufbewahrt. Ich wittere noch eine Nebenquest. Sagen Sie mir, wo ich als erstes danach suchen könnte. Ich werde die Daten in das Navigationssystem importieren. Eine Bitte, Commander. Ich möchte dabei sein, wenn Sie ihn finden. Okay. Bis dann, Rex. Tja, alles klar, dann haben wir jetzt wohl noch eine Nebenmission und ganz ehrlich, die Gefährtenmission werden wir auf jeden Fall machen. Ich kann mich gar nicht erinnern, es kann wirklich sein, dass ich die noch nie gemacht habe, diese Rex-Gefährtenmission. Weil ich ehrlich gesagt nie wirklich viel mit Rex mich unterhalten habe oder auch mit ihm gespielt habe. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich werde jetzt nicht weiter mit Liara und Caden reden, sondern jetzt erstmal gucken, dass ich hier Rex-Missionen erledigt bekomme. Schauen wir mal schnell hier rein. Irgendwo im Argos-Roh-Cluster. Okay, dann auf in den Argos-Roh-Cluster. Oder auch nicht. Ich stelle durch. Wir haben eben Ihren Bericht erhalten. Offenbar waren diese Geth-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben Sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit Sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett, Ende. Okay, Argus Roh war das, glaube ich. Okay, wo war denn der? Ich müsste es mir langsam echt mal merken. Ja. Okay, dann gucke ich mir hier mal einfach Phoenix oder Phoenix an, weil ich ja nicht genau weiß, wo ich hin muss. Ich habe nur den Cluster bekommen und nicht das System. Pinnacle Station. Da waren wir ja schon, ne? Turianische Raumstation. Okay. Gucken wir uns mal die Planeten an stattdessen. Leichtmetallvorkommen. Da ist nix. Ein seltenes Element, Samarium. Und auf Tuntau können wir landen. Na, dann gucke ich doch mal. Nehmen wir statt Garros einfach Rex mit. Da haben wir überhaupt keine Elektrik- oder Technikstärke dabei, aber das ist mir dann in dem Moment egal. Werden wir jetzt schon nicht brauchen hier. Ein verborgenes Gebäude. Okay, dann schauen wir doch mal. Das könnte ja das sein, in dem sich der versteckt, den wir suchen, ne? Könnte. Gucken wir da einfach mal nach. Es ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Das heißt, es ist was Questrelevantes. Ist direkt wieder irgendwas Bewachtes, wie es aussieht? Da stehen direkt Gegner rum. Oder sieht es nur so aus, Gott? Nee, da. Piraten.
Okay, dann mal rein da. Nur bevor ich mich jetzt aber gleich reinstürze, muss ich mal noch schnell Rex ein bisschen leveln. Ist mir gerade so eingefallen, dass ich den ja noch nie wirklich dabei hatte. Das heißt, er wird noch einige Erfahrungspunkte zu vergeben haben. Um. 47, jawoll. Machen wir doch hier einfach einen automatischen Stufenausstieg. Stufenaufstieg. Ja, das sollte gehen. Okay. Ausrüstung ist bei ihm, glaube ich, aktuell. Von daher kein Problem, aber zumindest. Oh. Die Panzerung muss hier irgendwo sein. Alles klar. Na dann. Suchen wir mal deine Panzerung. Los, 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 da sind schon wieder Salarianer mit dabei, oder? Die haben alle die gleiche Stimme. Los, los, los! Oh, guck mal, da ist Actus. Das ist der Wichser. Machen wir ihn fertig. Los, los, los! Kommen alle von da oben runter. Ich dachte, jetzt gerade ist irgendwie mein Radar hier fehlerhaft eingestellt, oder? Ey! Komm zurück. So, das war das Schwein. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal hinten da den Raum an. Medikit. Ist sie ernsthaft jetzt da drin und ich komme nicht ran, weil meine Dechiffrierungsfähigkeiten zu gering sind, weil ich Rex dabei habe? Dann schreie ich. Dann schreie ich wirklich. Ich guck mal nochmal oben nach, bevor ich jetzt hier einen Schreikrampf krieg. Weil hier oben ist nämlich auch nochmal eine Tür, dachte ich mir doch. Aber hier oben komme ich einfach auch an nichts dran. Tja. Gut. Damit ihr das aber jetzt nicht nochmal angucken müsst, werde ich hier einen Schnitt machen. Und ja. Schneid es raus. Wir sehen uns dann gleich hier wieder, wenn ich Liara gegen irgendein Dechiffrierungsteammitglied eingetauscht habe. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe die gute Tali geholt. Komm, Mädel, zeig dich. In ihrem wunderschönen orangenen Anzug. Weil wenn das jemand kann, dann sie. Okay, hier ist nichts dran. Dann ist es wohl doch oben. Aber immerhin habe ich jetzt auf jeden Fall... Tali kriegt jetzt alles auf. Alles. Alles. Na, hier. Alles. Elektronik. Dechiffrierung. Gut, Hacken ist nicht voll, aber... Ich glaube, Hacken ist noch gar kein Overworld-Skill. Das ist, glaube ich, nur für den Kampf tatsächlich wichtig. Von daher, ich habe Tali dabei. Tali kriegt alles auf. Und wenn sich jetzt rausstellt, dass ich mich wieder mal verguckt habe und ich den Wandschrank hier gar nicht hacken muss. Was? Ah, boah. Ich kann nicht glauben, dass meine Ahnen diesen Mist je getragen haben, aber zumindest habe ich sie wieder. Das ist großartig. Ich bin froh, dass wir ihnen helfen konnten, sie zurückzubekommen. Ich fange ja fast an, sie zu mögen, Shepard. Rex berührt die Rüstung seines Großvaters. Dabei wirkt er vielleicht nachdenklich. Es ist immer schwer zu erraten, was Kroganer denken. Dann schüttelt er seine Verwirrung ab und greift wieder entschlossen zu seiner Waffe. Es muss weitergehen. Genau. Es muss weitergehen. Und genauso machen wir jetzt hier auch weiter. Wir laufen jetzt hier noch nach unten. Und dann... ich wollte gerade sagen, warum ist der Questmarker immer noch auf der Map? Aber das ist ja öfter mal so.
Dann haben wir noch ein paar Nebenmissionen vor uns. Ich weiß gar nicht, ob Caden uns auch mal noch eine Nebenmission gibt. Der hat uns bisher noch nichts gegeben. Das kann sein. Das heißt, wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge auf der Normandy wieder. Wobei ich kann ja jetzt schnell zurück. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, dann können wir auf jeden Fall noch schnell mit Caden reden. Ich denke, das machen wir noch kurz. Weil eine Nebenmission möchte ich jetzt nicht mehr starten, aber ein kurzes Crewgespräch kriege mal hin. Kurz mit Caden reden und dann sollte das passen, zeitlich. Und dann weiß ich nicht. Also ich habe auch gar nicht gewusst, dass man sie wirklich mehrmals hintereinander ansprechen kann. Ich dachte immer nur einmal und dann wieder eine Mission machen. Brauchen Sie was, Commander? Das heißt nämlich, theoretisch könnte man sie das komplette Spiel nicht einmal ansprechen und dann vor der letzten Mission einfach 20 Mal am Stück. Taktische Einschätzung? Was denken Sie über die letzte Mission? Was ich denke? Verdammt, keine Ahnung. Wir bekämpfen ein Volk aus riesigen Maschinen, das Millionen Jahre alt ist. Sollte ich Angst vor ihnen haben? Oder in Ehrfurcht erstarren? Etwas so Altes und Intelligentes. Ja, es gibt sie schon eine ganze Weile, genau wie die Turianer. Und wir haben ihnen ordentlich in den Hintern getreten. Ich glaube, wir müssen noch fester zutreten, Commander. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Wir sind bis zum Ende dabei. Sie können darauf zählen, dass alle ihre Pflicht tun. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Okay. Commander. Er gibt mir keine Mission. Auch gut. Dann gehe ich noch schnell zu Liara, weil ich die Zeit hier ja gerade noch habe. Und guck mal, was sie so meint. Ich meine, immerhin hätten wir sie beinahe geküsst, bevor Joker da reingeplatzt ist. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich wollte einfach nur reden. Natürlich, Shepard. Worüber wollten Sie reden? Über Ich Nix. muss jetzt gehen. Wiedersehen, Okay, Shepard. ja gut. Also weder der Mann, den wir abservieren mussten, unser erster Lieutenant, glaube ich, noch die Frau, mit der wir eine Beziehung haben, kümmert sich irgendwie um uns. Aber die anderen beiden, Gachus, Tali, und Rex natürlich auch, die anderen drei, die haben fleißig mit uns Gespräche geführt und uns Missionen gegeben. Verstörend. Okay, dann können wir beim nächsten Mal direkt einfach so mit den Nebenmissionen weitermachen. Auch schön. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.